Vor ein paar Jahren war ich bei dem Geburtstag meines Kumpels. Wir waren gerade alle dabei, ein Glas Cola zu trinken, als mein Kumpel einen Witz über Blondinen erzählte. Ja, das sind immer die Besten. Ich fing so heftig an zu lachen, dass die Cola, die ich gerade trank, anstatt in meinen Magen zu fließen, durch meine Nase und auf das T-Shirt meines Freundes spritzte. Anfangs sah er mich angewidert an, doch nach ein paar Minuten fingen wir alle an zu lachen. Leute, das erinnert mich ganz krass an die Schule, als ich damals mit meinem besten Kumpel nebeneinander saß. Hat es gerade geläutet, dass der Unterricht jetzt wieder beginnt. Der Lehrer kommt gerade rein. Ich habe auch irgendeinen Scheiß erzählt. Er hat auch gerade irgendwas, ich weiß nicht mehr, ob es Fanta oder Cola war, getrunken. Er musste auch voll heftig lachen und merkt, dass er sich nicht mehr halten kann. Und es kam ihm halt auch so voll über die Nase raus. Er hat es halt noch irgendwie rechtzeitig gemerkt, lehnt sich gerade noch so über den Tisch so. Und er dachte halt davor, wäre der Boden halt nur noch. Aber dummerweise stand davor der Schulranzen von unserem Vordermann komplett offen da. Und er spritzt das ganze Zeug einfach durch die Nase in diesen Schulranzen rein. Hallo ihr Menschen, was geht? Herzlich willkommen, heute ist Freitag, wir lassen die Woche ganz gemütlich ausklingen, es ist wunderbares Wetter draußen, zumindest bei mir. Und was ich euch auch jetzt endlich ankündigen kann, ist, dass der Online-Shop definitiv am 1.7. öffnen wird. Das hier wird das erste Design sein, was auf jeden Fall rauskommen wird in weiß und in schwarz, also weißes T-Shirt, schwarzes Logo oder schwarzes T-Shirt, weißes Logo. Ich möchte es aber noch ein bisschen größer haben, also so ungefähr. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, ich finde es ehrlich gesagt mega geil. Außerdem kommt hinten in den Nacken, also dieses, wie heißt denn das, Etikett, auf dem Etikett hinten wird auch noch ein Clemens Alive Logo sein, damit man eben sieht, dass es nicht so billig nachproduziert ist, sondern schon so original. Und hier unten möchte ich auch noch was Kleines hinschreiben. Und das ist halt, außerdem wird der Druck ein Flockdruck und nicht so ein Testfoliendruck wie der jetzt hier. Hier haben wir es einfach nur gemacht, um zu sehen, wie es aussieht. Also schon ziemlich hochqualitativ und vor allen Dingen extrem individuell. Und das ist eben, Leute, der Riesenunterschied, warum ich euch die ganze Zeit sage, dass ich keinen so einen scheiß Spreadshirt-Shop aufmachen will. Weil ganz ehrlich, die T-Shirts bei Spreadshirt als auch der Druck sind unterste Qualität. Also weniger geht eigentlich wirklich nicht. Selbst dieses T-Shirt als auch dieser Foliendruck, was jetzt wirklich nur ein billiger Test ist, ist schon dreimal so gut. Mit Spreadshirt habt ihr vielleicht auch ein bisschen Erfahrung, dort sind die Sachen halt nach 10-mal Waschen einfach hinüber. Teurer wird es deswegen trotzdem nicht, weil ich nicht daran interessiert bin, euch das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern einfach, weil ich möchte, dass ihr gute Ware habt am Ende, mit der ihr glücklich seid. Jetzt geht's aber endlich los mit den peinlichen Geschichten. Viel Spaß! Die erste Geschichte kommt von Hanna. Hi Clemens, ich bin Hanna. Ich habe hier eine peinliche Geschichte für dich. Ich hoffe, du packst sie in eine deiner Videos. Vorweg, ich bin wirklich sehr schreckhaft. Also, es war irgendwann im Sommer und ich war mit meiner Schwester auf der Kirmes bzw. Jahrmarkt. Dort sind wir dann in ein Spiegellabyrinth gegangen. Ich hatte eigentlich kaum Probleme mit den Spiegeln, bis ein kleiner Junge neben mir volle Kanne gegen eine Scheibe gelaufen ist. Stellt euch vor, ihr lauft einfach so durch dieses Spiegellabyrinth. Auf einmal kommt da so ein kleiner Junge an euch so vorbei, so mit vollem Karacho. Und du guckst nur so, hä, was? Oh. Ich hab mich so erschreckt, hab mich umgedreht und wollte wegrennen. Naja, da war aber halt auch noch eine Scheibe, gegen die ich dann gelaufen bin. Oder besser gesagt gerannt. Daraufhin bin ich noch mal erschrocken und wollte eigentlich nur noch raus und bin gegen alle möglichen Scheiben gerannt. Leute. Also der kleine Junge so. Sie. Das ist ja besser als ein Comic. Irgendwann, so nach der dritten oder vierten Scheibe, muss ich wohl Nasenbluten gekriegt haben. Dann, bei allen Scheiben, wo ich gegengerannt war, war auf meiner Kopfhöhe ein riesen dicker Blutbatscher. Als ich endlich raus war, habe ich total Ärger von diesem Wärter bekommen und musste alle angebluteten Scheiben putzen. Ey, das ist so geil. Oh, das ist so geil. Kommen wir aber direkt zur nächsten Geschichte. Hallo Clemens, das Ganze passierte vor einigen Jahren, während meines Austauschjahres in Kanada. Es war das erste Wochenende und ich und ein paar deutsche Austauschschülerinnen, die ich im Flugzeug kennengelernt hatte, beschlossen, die Stadt anzugucken und shoppen zu gehen. Wir schlenderten also durch die Stadt, als wir einen Hollister entdeckten und gingen sofort rein. Nachdem jeder etwas gefunden hatte, machten wir uns auf den Weg in die Umkleidekabinen. Wir standen also in einer Schlange und warteten darauf, dass eine Umkleidekabine frei werden würde. Links neben uns stand einer dieser gut aussehenden Typen, die bei Hollister arbeiten, und sortierte Klamotten. Natürlich unterhielten wir uns die ganze Zeit auf Deutsch und gingen auch davon aus, dass uns niemand verstehen würde, da wir ja immerhin in einem englischsprachigen Land waren. Wir fingen also an, uns über den gut aussehenden Typen neben uns zu unterhalten und das auch ziemlich laut. Wir schwärmten von diesen süßen blauen Augen und dem Lächeln und waren gerade dabei zu überlegen, ob er denn nun wirklich ein heißes Sixpack hatte, welches sich unter seinem T-Shirt erahnen ließ. Hä? Habe ich mal bei Hollister gearbeitet?
Ich meinte gerade, wir können ihm ja das Oberteil ausziehen und nachsehen, als er sich plötzlich umdrehte, laut lachte und auf Deutsch fragte, aus welchem Teil von Deutschland kommt ihr denn? Es stellte sich heraus, dass er 26 Jahre alt war und Work and Travel in Kanada machte und eigentlich aus Hamburg kam. Wir waren alle feuerrot und wären am liebsten im Erdboden versunken. Da habe ich auch noch so eine kleine Story. Ich weiß gar nicht, ey, ohne Scheiß, wenn ich Videos drehe, fallen mir immer die krassesten Sachen ein, die irgendwie mal passiert sind. Aber es ist irgendwie so, dass man eigentlich voll viele Sachen weiß, sich aber nicht dran erinnern kann und erst wenn man so einen kleinen Gedankenanschubser dahin kriegt, dann fällt es einem wieder ein. So, folgendes. Ich war nur einmal in meinem Leben in Kopenhagen und das auch nur wegen einer Zwischenlandung von Helsinki nach Frankfurt. Aber damals war ich dann eben, da war ich, keine Ahnung, 12 Jahre alt, mit meinem Vater unterwegs und wir warten da eben in Kopenhagen im Terminal auf unseren Anschlussflug, als auf einmal eine wirklich ziemlich gut aussehende Frau an uns vorbeiläuft in so einer engen Lederjeans. Vor ihr schiebt sie so einen Kinderwagen her mit einem Baby drin und mein Vater einfach so relativ laut, boah, das muss ja Spaß gemacht haben, der ein Kind zu machen. Und ich saß einfach nur so nebendran, oh nein. Oh, nicht mein Vater, nicht mein Vater. Da habe ich zu ihm so gesagt, Papa, könntest du das vielleicht ein bisschen leiser sagen oder einfach gar nicht? Meint er halt so, ach komm, uns versteht doch hier eh kein Mensch. Auf einmal dreht sich halt so, man sitzt da irgendwie immer so Rücken an Rücken, dreht sich hinter uns so ein anderer Mann um, guckt so zu uns. Ach, ist das so? Und ich nur so, oh nein, oh nein, oh nein, ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht. Unglaublich. Keine Ahnung, was mein Vater da geritten hat, weil eigentlich ist er überhaupt nicht der Typ, der solche Sprüche macht, sondern eher ein zurückhaltender und schüchterner Mann. Genauso wie ich, weil ihr merkt ja schon an mir, ich stamme ja von ihm ab, ich bin jetzt nicht so der Typ, der viel redet. Kommen wir aber zur nächsten Geschichte. Fängt übrigens schon mal ganz gut an, die Mail, weil nämlich vorne eigentlich stand, dass sie 4 Stories schickt. Es standen aber nur 3 drin. Spooky. Also, wie jedes Jahr im Urlaub sind wir nach Dänemark gefahren. Und da meine Eltern den ersten Tag immer verschliefen, ging ich wie jedes Mal auf den... raus aus der Feriensiedlung und zum benachbarten Campingplatz, wo auch Hüpfburgen auf dem Sand standen. Man muss hierbei wissen, dass ich damals in der 4. Klasse war. Nun bin ich 22 und kann's nicht bis 4 zählen. Es war alles beim Alten. Ich hüpfte fröhlich auf der Hüpfburg rum. Bis Stunden später mir der Hintern ziemlich wehtat und ich beschloss, nach Hause zu fahren. Mit dem Rad. Dort angekommen, sagte ich das meiner Mutter. Sie meinte, wir sollten noch abwarten bis morgen, was wir auch taten. Es wurde allerdings nicht besser und so fuhren mich meine Eltern ins dänische Krankenhaus und ließen mich röntgen. Da stellte sich heraus, dass ich mir das Steißbein gebrochen hatte. Auf der verdammten Hüpfburg! Ich weiß bis heute nicht, wie ich das hinbekommen habe. Aber das war noch nicht das Schlimmste. Da wir 2 Wochen nur in Dänemark unseren Angelurlaub verbrachten und der Urlaub gerade erst anfing, sah ich es nicht ein, zu Hause sitzen zu bleiben und so fuhr ich mit unserem Boot mit aufs Meer zum Angeln. Heiliger Drachenzahn, waren das Schmerzen. Wenn so die Wellen kommen, boing, 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 oh, 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 boing, oh, oh, oh. Shades of Grey, sag ich hier noch. Oh, oh. 2 Wellen weiter. Oh, ich weiß, was ich jetzt mache. Trotz Schwimmreifen unter dem Hintern, aber fürs Angeln nehme ich einfach alles in Kauf. Das Dumme war nur, als der Urlaub zu Ende war. Ah, der Bruch logischerweise noch nicht verheilt und so kam es, wie es kommen musste. Ich musste wieder zur Schule und da ich nur auf meinem Schwimmreifen sitzen konnte, um auf meinem Hintern zu entlasten, war ich das Gespött der Schule. Mann, war das peinlich. Eigentlich hatte ich die Geschichte schon vergessen, bis sie mir meine Mutter letztens wieder erzählt hat. Gut so, Mutti. Haben euch diese Geschichten auch so gefallen wie mir, dann gebt doch mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr jetzt noch wollt, dann könnt ihr jetzt hier oben den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Hier kommt ihr noch zur letzten Folge, zu den letzten WhatsApp-Fails von gestern. Schaut sie euch auf jeden Fall an, ohne Scheiß. Hier kommt ihr noch zur nächsten Folge, sobald sie online ist. Auf meinem Face kommt ihr zu meinem Let's Play-Kanal und wir sehen uns dann am Sonntagabend vielleicht wieder, weil ich jetzt nämlich übers Wochenende auf dem Webvideopreis in Düsseldorf bin. Erstmal wieder die ganzen YouTuber sehen. Freue ich mich total drauf, werde ich aber auch vloggen und werde euch dahin mitnehmen. Ich fahre mit dem Kumpel hin und wir sehen uns dann sonst am Montag wieder allerspätestens. Bis dahin, macht's gut, haut rein, ciao und bis dann.